Du willst zum besten Verteidiger in deinem Team werden und Zweikampfquoten wie Sergio Ramos, David Alaba oder Alphonso Davies haben, dann solltest du diese drei Fehler auf keinen Fall machen. Fehler Nummer 1, der falsche Zeitpunkt beim Rausrücken. Ganz viele Spieler haben nicht das Timing, um zu wissen, wann muss ich rausgehen und den Angreifer wirklich attackieren, rücken dadurch entweder zu spät raus oder zu früh raus. Das Problem, wenn du zu früh rausrückst, ist, dass der Gegner dann eben mit einem guten ersten Kontakt direkt an dir vorbei ist. Wenn du zu spät rausrückst, hast du das Problem, dass du dem Gegner die Möglichkeit gibst, Tempo aufzunehmen. Der Zeitpunkt, wann du also rausgehst, ist extrem wichtig, um einen gefährlichen Angreifer gut zu verteidigen. Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ganz einfach, du solltest immer darauf achten, dass du mit Ball beim Gegenspieler bist. In einem frontalen 1 gegen 1 bist du daran interessiert, mit Ball beim Gegenspieler da zu sein und natürlich kurz vor ihm dann das Tempo nochmal rauszunehmen, damit er dich nicht mit einem guten ersten Kontakt überspielen kann. Okay? Also Ball ist unterwegs zu deinem Gegenspieler. Du rückst raus, insofern du auch die Sicherung von deinem Innenverteidiger zum Beispiel hast als Außenverteidiger und das Kommando bekommst. Du rückst raus, sodass du mit Ball da bist, nimmst dann kurz vor ihm das Tempo raus, um ihn dann zu stellen. Fehler Nummer 2, falsche Körperhaltung. In dem 1 gegen 1 Defensiv solltest du nie frontal auf deinen Gegenspieler zugehen, sonst bietest du ihm zwei Möglichkeiten an, wie er an dir vorbeigehen kann. Guck deshalb, dass du ihm immer eine Seite anbietest. Du hast zwei Möglichkeiten, welche Seite du ihm anbietest. Möglichkeit 1 ist, du hast eine klare Anweisung von deinem Trainer, zum Beispiel im letzten Drittel lenken wir immer nach außen. Dann ist völlig klar, wohin du deinen Gegenspieler lenkst. Okay? Lenken tust du natürlich immer durch die entsprechende Körperstellung, indem du ihm eine Seite anbietest, eine Seite hier zumachst. Okay? Möglichkeit Nummer 2, wenn du von deinem Trainer keine klare Anweisung hast, dann leitest du ihn natürlich auf den schwachen Fuß. Also Tipp von mir, scan ganz genau deinen Gegenspieler. Nach 3-4 Aktionen weißt du auf jeden Fall, wie er tickt, auf welchen Fuß er geht und was seine starke Seite ist. Und dann lenkst du ihn natürlich auf die schwache Seite, damit er richtig Probleme bekommt, dann auf der Seite wirklich auch eine gute Aktion zu machen. Fehler Nummer 3, falscher Fokus. Ganz viele Spieler achten leider beim Defensivzweikampf viel zu sehr auf den Gegenspieler an sich, also den Oberkörper, das Gesicht und viel zu wenig auf den Ball. Achte deshalb du ab heute drauf, dass du dich im Defensivzweikampf überwiegend auf den Ball konzentrierst und du wirst feststellen, gerade bei Übersteigern, Körpertäuschungen, dass sich der Ball an sich gar nicht so viel bewegt und dadurch hast du viel besser die Möglichkeit, den Ball konzentriert zu erfassen und im richtigen Moment zuzupacken, das Bein auszufahren, den Körper zu stellen, Tempo aufzunehmen und dann mehr Defensivzweikämpfe zu gewinnen und endlich zum Stammspieler in deiner Mannschaft zu werden. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne den Kanal. Dein Simon Jans.